Hallo, hallo, hallo. Ich bin ein gute Laune-Mensch. Ein gute Laune-Mensch. Ja, und gute Laune immer haben, komischerweise ja. Auch wenn man voll ein niedergemacht bekommt. Ja, ist halt so. Das Leben ist nun mal kein Zuckerlecken. Das Leben ist halt das Leben. Feierabend. Wir sind manchmal in sehr hohen Höhen und müssen aufpassen, nicht abzustürzen. Meistens sind wir ja bodendeckend unterwegs. Heben zwar ein bisschen ab hin und wieder, aber wir kommen ja dann auch wieder runter. Und jetzt muss ich wieder einhängen, weil das so ist. Ah. So, Kamera, Stellungswechsel, Kundin drohte mit Umsatz. Und jetzt habe ich die Kamera mal umgestellt. Ich weiß, die Kulisse ist jetzt nicht die beste. Wie gesagt, ich bin bei der Arbeit und viele wissen ja. Und ja, ich denke mir hin und wieder aus. So, ihr habt eine Frage gestellt, live. Ja, live habe ich mal so getestet, ist richtig. Kirschli war ja auch zwischendurch da und hat dann auch live gesprochen. Nur dieser Live-Rechner ist voll, den müsste ich leer machen, weil die Live-Sequenzen werden zwischengespeichert. Wenn er keinen Zwischenspeicher hat, kann er das nicht. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich solche Videos mache, die ich dann aufbereite, textiere und noch ein paar Bilder dazu packe, damit es ein bisschen freundlicher wird, das Ganze, und nicht nur ein Statement. So, ich bin jetzt kein Typ, der unbedingt vor laufender Kamera live arbeitet, kann er, aber ich habe die Zeit nicht dafür und deswegen muss ich die Frage so beantworten. Natürlich würde ich sehr gerne irgendeine Live-Performance machen und mal gucken, wie viele Menschen dann wirklich zuschauen und wirklich Interesse haben zuzuschauen, wenn ich live arbeiten würde. Ich würde natürlich auch versuchen, dass so eine Live-Schaltung dann auch wirklich mit Special Effects, deswegen habe ich ja die zusätzlichen Live-Programme, wo ich Special Effects machen kann. Ich weiß nicht, ich meine, so 300 bis 500 Leute gucken da irgendeine Show zu, wo ein junger Mann oder eine junge Frau irgendein dummes Zeug von sich gibt, weil lukrativ kommt da nichts rüber, aber die Leute schauen halt, sind sogar Fans von denen und keine Ahnung, was sie sich von diesen Leuten dann auch erwarten, weil ich kriege das ja hier mit und hin und wieder sind die auch stinksauer da auf solche Live-Performer, aus welchem Grund auch immer. Ja, wie gesagt, es gibt Live-Performer, die sich gegenseitig beschimpfen, das finden die Leute dann super toll, da schalten auch einige zu, so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich bin hochgradig berufstätig, ich habe an sich eine 7-Tage-Woche. Heute wurde ich sogar schon um 8.30 Uhr kontaktiert von einem Künstler, der dringend Bilder brauchte. Er wollte auch vorbeikommen, mich abholen. Nee, sag ich, komm, ich komme zur Firma. Ja, ich eile. Ich war sogar eher da wie der Künstler. So, dann habe ich ganz schnell für ihn die Fotos gemacht, weil Künstler brauchen, haben nicht so viel Zeit, müssen machen. Und müssen machen und ist halt so. Ich habe auch normale Menschen, Berufssoldaten, normale Menschen, SGB II, normale Menschen, die arbeiten müssen und so weiter. Natürlich helfe ich, wo ich kann und ich mache es unheimlich gerne und das für ab 20 Cent, wohlgemerkt. Und jetzt muss ich wieder einhängen. Okay. Hallo, Grüße. So, wie gesagt, wenn Kunden reinkommen, anhand der Uhr seht ihr, wie lange ich manchmal benötige, um so einen Clip zu machen. Ich mache es unheimlich gerne, nicht weil ich vom Fach bin, Filmautor, Filmemacher und was weiß ich nicht alles, sondern weil es mir unheimlich viel Spaß macht, mit der Kamera zu arbeiten. Mir würde auch Spaß machen, es richtig, einen tollen Film zu machen oder selber dort irgendwie ein Kurzstück mitzumachen, ist alles richtig. Nur, wenn man einmal die Welt der Selbstständigkeit erklimmt hat oder 40 Jahre lang, dann steigt man unheimlich gern da wieder nicht aus. Also meiner einer ist sehr gerne und bleibt auch sehr gerne. Und ich sehe auch gerade, hi, Grüße. Hi. Da bin ich wieder. Wie gesagt, ich weiß nie, wie lange ich reden kann. Deswegen kann ich live nichts machen, weil ich möchte nicht bei live und dann habt ihr stundenlang nur ein stummes Bild, das ist ja Quatsch. So, sollte ich mal Zeit haben, muss ich mal schauen, samstags oder sonntags, dann kann ich sicherlich mal so eine Performance machen, eine Live-Geschichte, dann können wir uns auch unterhalten, über Filme, über das. Ich bin gerade nochmal bei James Bond eingetaucht von den Dreharbeiten, die jetzt veröffentlicht wurden.
für den nächsten Film im Jahre 2020 auch gerade so ein Stück Erdogan Atalay mal eben zugänglich gemacht. Ob er sich das anschaut, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die heute arbeiten oder nicht. Gestern Abend haben sie gearbeitet, dann wurde unterbrochen, weil das Wetter so schlecht war. Also wie gesagt, ich verkaufe ja auch hier so einfache Filmchen hier. Das ist ein Business, ja. Ein cooler Sound aus den 80ern und was weiß ich nicht alles. Wie gesagt, ich muss das alle nicht mehr. Ich persönlich habe ja, wie gesagt, genügend Netz, wo ich eingreifen kann und gucken kann. Auch ich könnte jetzt auch stundenlang gucken. Tue ich aber nicht, weil ich arbeite. Und wenn ich arbeite, habe ich keine Zeit, fern zu gucken. Wenn, dann möchte ich den Film auf eine Art auch genießen. Wenn der Genuss also mittlerweile auch zu Bruch geht, weil ich doch mehr hinter der Kamera und gerne an dem Set, das macht mir mehr Spaß, wie alles gemacht wird und irgendwie macht das mehr Spaß. Hallo, Grüße. So, viele fragen sich, warum ich solche Videoclips mache. An sich, aus Spaß, mache ich die. An sich bin ich, wie gesagt, Künstler und an sich halte ich die Kamera irgendwie drauf und denke mir dann etwas aus. So, zurzeit haben wir die weihnachtliche Zeit und wie gesagt, Kunden kommen hier rein und dann mache ich die Kamera aus und habe da so nette so Sachen jetzt wie Wahnsinnskartuschen. Meine lieben Freunde, wenn ihr einen günstigen Drucker irgendwo findet, schön, aber die Kartusche kostet richtig Geld. So, und da es eine Vielzahl von privaten Druckern gibt, machen wir sowas nicht. Also wir haben keine Kartuschen, wir füllen auch keine Kartuschen auf. Und wie gesagt, die Kartuschen fallen die Leute rückwärts um, wenn sie die Preise hören. Da sind wir aber beim Kern dieses Videos. Meine lieben Freunde, ihr seid ja alles Amazon-Fans, weil Erdogan verkauft seine Sachen ja auch gern bei Amazon. Und ich trage sie auch unheimlich gern, ne? Hier, schön gewaschen. Ach ey, das ist so wollig. Ach, ist okay. Na, ich hätte auch jetzt die Jacke den Hoodie anziehen können. Irgendwann mache ich das auch. Mal gucken, die letzte Weihnachtswoche sitze ich dann hier mit Cobra 11 Hoodie. So, ich wollte ja auch noch einen Filmclip machen über Cobra 11. Vielleicht mache ich noch. Anita, Maya wissen ja Bescheid. Die sind aber momentan on Tour und bereiten auch schon einiges vor für Weihnachten. Wir werden das also auch frühzeitig versenden, dass die Schauspieler ihre Geschenke erhalten. Punkto Geschenke, da haben die Schauspieler recht. Ich auch. Natürlich muss man uns als Künstler nicht beschenken. Erst recht nicht die allerwichtigsten Künstler. Das ist immer so eine Sache. Sie sagen unheimlich danke, ich auch. Ich bedanke mich hier wirklich total recht jetzt, was ich alles hier so zwischendurch bekomme. Bildchen, was zu essen und so weiter. Eine Tasse, ja, woraus ich dann trinke und so weiter und so fort. Also ich bedanke mich wirklich. Also ich kriege auch Laudatien, Dankeschön und bleiben Sie uns gesund, bleiben Sie uns gewogen. Also die junge Dame schielt ja auch gerade hier rein. Ich dachte, sie kommt rein. Kann sein, dass sie auf dem Rückweg reinkommt. Ich muss für sie auch immer Werbung machen. Die mache ich auch sehr gerne. Und drücke ihr auch immer die Daumen, dass sie da guten Umsatz macht. Und, Hammer? Ciao. Liegt das an der Jahreszeit? Liegt es am Jahr 2019 oder so? Ich meine, bei RTL flogen ja viele raus. Und als Admin kriegt man ja vieles mit und ich habe auch gerade reichlich heißes Telefonat da wieder gehabt, weil da jemand auch wechseln will. Ich soll da alles vorbereiten und so weiter und so fort. Meine lieben Freunde, einfach mal eben welche Jobs wechseln, Drehorte wechseln, Kameramann auswechseln. Bläh. Ey Leute, das geht alles nicht so. Ich meine, es geht so, es geht schon, aber es bringt nichts. Ne? Es bringt gar nichts. So, jetzt muss ich erstmal einige Leute beruhigen, ansonsten muss ich für die da was Neues besorgen. Ich bin, wie gesagt, der Admin. Ich habe also reichlich zu tun. Und viele haben viel zu tun, weil bei denen zu viele Leute fehlen oder nicht mehr fehlen. Ihr braucht ja nur die Zeitung aufschlagen. Wir haben auch gerade wieder über Krupp philosophiert und so weiter. Ich hatte also, wie gesagt, Star Wars gerade hier, haben auch wieder den Helm ausprobiert. Ich habe also auch so eine schöne Sache ausgesucht. Also demnächst werde ich hier als DeLorean, beziehungsweise Mandalore. Angeblich nimmt er den Helm ja doch ab, um zu essen. Die Szene habe ich noch gar nicht gesehen. Er ist also, hat Essen geliefert bekommen und soll abgenommen haben. Ich muss gestehen, ich habe mir die vier Folgen, die fünfte kommt morgen, schon angesehen und dann auch in Deutsch.
Und die fünfte Folge schaue ich mal. Also ich werde mir irgendwann nochmal in Ruhe alle nochmal angucken. Mir ist da irgendwas entgangen. Zumal ich ja noch riesen Leinwand gucke. So, ich freue mich nämlich heute in einer Woche ins Kino zu gehen. Abends oder am Sonntag, muss ich mal gucken, in der Mittagszeit oder so, ganz gemütlich, um mir dann Star Wars 9 anzusehen und dann gemütlich zu recherchieren, na, wie war es denn, Abschied nehmen, ja, Star Wars. Wie gesagt, wir sind aber hier RTL Alarm für Corell. Wie gesagt, wir haben gedreht, Nils hat wieder wunderbare Slapsticks geschickt, worüber ich wieder schmunzeln musste, ist halt so, ja, also wie gesagt, es wird fleißig gearbeitet, wir können uns 2020 wirklich daran erfreuen, Alarm für Cobra 11, ein ganz anderer Vorspann, ich hoffe, dass wir auch mit einem tollen, großen Plot da anfangen, 90 Minuten oder so, wäre nicht schlecht, ich gucke sowieso TV Now, ich warte dann halt ab. Ihr könnt mir das dann alle erzählen, wenn ihr RTL geguckt habt, aber nichts gegen RTL, aber stundenlang Werbung sehen ist nicht so meine Welt. Ich bin kein Freund von Werbung. So, das mal dazu. An sich ist das paradox. An sich müsste ich für Werbung sein, an sich müsste ich nur für Werbung sein, weil ich auch an sich nur für mich Werbung machen sollte. Aber ich bin nicht so ein Typ da. Kommt vorbei, aber lasst es sein. Ich helfe gerne, das wisst ihr. Ich habe auch gerade die Statistik gesehen. Ich habe also reichlich Recherchen. Ihr Rechercheure, schön, dass ihr recherchiert habt. Okay. Also wie gesagt, Filmclub und wie gesagt, das Filmfotostudio ist gut ausgelastet. Ich denke wirklich drüber nach, ob ich T-Shirt-Druck, Kappendruck, Buttondruck und all solche Sachen wieder ins Programm aufnehmen, weil viele doch Button gerne haben, T-Shirts gerne haben, Hoodies bedruckt. Ich habe auch gerade wieder hier einige Privatdrucker da gesehen, die da, also den Mandalore da, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, ob die Kamera den da einfängt, auf dem T-Shirt gesehen. Ich habe da, ich weiß nicht, ich sage jetzt Yoda, das ist ja nicht der Yoda, sondern irgendwie der Rasse der Yodas, keine Ahnung. Der Kleine, der da mitspielt beim Mandalore, beim Mandalorianer, ja. Wie gesagt, 8 Folgen kommen da, 8 Folgen. Und wir sind jetzt bei der 5. ab morgen. Wie gesagt, ich muss das alles nochmal in Ruhe sehen, weil viele haben mir da Szenen gesagt, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja, ich, wie gesagt, manchmal schlafe ich auch ein. Hat nichts, also Vorsicht, also Mandalore ist ganz groß im Kommen und Disney Plus auch, also die Leute mögen es. Finde ich auch gut so. Kann sein, dass Star Wars sich dann berappelt. Müssen wir mal gucken. Hallöchen, Grüße, hi. Ihr seht selber, in der Weihnachtszeit Videoclips zu machen, ist also in meinem Bereich jetzt ein bisschen nicht möglich. Weil ich setze gerade wieder an und es könnte sein, dass wieder ein Kunde rein, da mache ich ja wieder aus. Ich hatte einfach nur ein bisschen Spaß daran, heute einen Videoclip zu machen, weil das Wetter ist wieder super toll. Gestern war es super schlecht. Da waren die Dreharbeiten irgendwie hinfällig und keine Ahnung, die werden wohl sicherlich heute gedreht haben. Ich hätte jetzt bei Semir mal nachgucken können, Semir Gerkan, ob er da irgendwas veröffentlicht hat. Manchmal werde ich ja kontaktiert, ja, nur das Bild. Was macht ihr mit Cobra 11 am Donnerstag? Also jetzt ist klar gar nichts, weil läuft ja nicht. Wie gesagt, ist dramaturgisch sehenswert. Viele sehen, sagen nur nichts. Find's gut, wenn sie sich hier outen. Ja, ich bin Cobra 11 Fan. Ich guck, ich habe jede Folge gesehen. Ich finde es toll, ein Cobra 11 hier so ein Admin zu sein, das mitzubekommen. Auch die Gruppe zu haben, wo eingetragen wird und die anderen Gruppen auch sich anzuschauen, wo da sich ausgetauscht wird. Hier haben auch 25 sich das angeschaut, da haben 23 Semir angeschaut, da haben 24 angeschaut, das haben 35 angeschaut. Also wie gesagt, mir reicht's. Also bei mir müssen es keine 1, 2, 3, 4 Millionen, das ist eh alles fake.
Bei mir sind waschechte Menschen, die zwischen 10 und 30 sich das anschauen und auch wirklich zum absoluten Kern gehören. Es freut mich, da sehe mir einen Daumen hoch oder wenn Nils einen Daumen hoch, da freue ich mich drüber, ist okay. Wie gesagt, auch mit den anderen unterhalte ich mich auch kurz, weil morgens früh oder abends mal eben kurz einen kleinen Austausch, weil wir alle beruflich involviert sind und alle beruflich müssen wir etwas machen, was wir, wie gesagt, versuchen zu machen. Klappt leider nicht immer und wir arbeiten dran. Jetzt zur weihnachtlichen Zeit ist ja immer so eine Sache, auch zur Adventszeit ist immer so eine Sache, wir wissen das, weil vieles im Argen liegt. Heute war ja wieder reichlich, fing auch morgens früh schon an, muss ja frühzeitig hier sein, habe ich ja schon erwähnt. Dann bekam ich jetzt einen Anruf, sage ich, so einfach ist das nicht, du kannst die Stelle nicht einfach wechseln. Ach Leute, wenn mal irgendwo ein Zoff ist, dann steckt man den Kopf nicht direkt in den Sand, man guckt oder man sucht nach einer Lösung. Aber in der heutigen Zeit gibt es keine Lösung, in der heutigen Zeit wird man da irgendwo reingepresst und dann muss man funktionieren. Und wenn man nicht funktioniert, ist diese Pressung arg. Und wenn diese Pressung arg wird, ist klar, laufen die Leute weg. Ja, wie gesagt, das Leben ist leider nicht mehr das, was es mal war. Vor allen Dingen war es an sich noch nie. Ich wüsste jetzt nicht, dass man Gold geschenkt bekommen hat, auf keinen Fall. Das Leben muss geformt werden. Manchmal geht es gut, manchmal geht es super gut. Hi, und manchmal muss man wieder ausmachen. Hallo. Hi. Halb so wild. So, da versuche ich einen Abschluss hinzubekommen. Ich aber merke ja auch an der Zeit, es ist wieder viel Zeit verflossen. Ich habe auch viel, viel wieder zu tun gehabt. Ich muss mal gucken, jetzt ist es dunkel. Wie gesagt, bei Kunden mache ich aus. Ich habe gerade eine Baby-Session. Ja, Babys brauchen auch Bilder, beziehungsweise Passbilder. Auch kleine, ab einem Jahr auch. Und ich finde es super, wenn die dann die Bilder hier so sehen. Also nicht die Babys, sondern die Erwachsenen. Die Erwachsenen, Cobra 11 und so. Ja, warum denn nicht? Ja, dann philosophiert man ein bisschen, besonders halt die Türkenkriege. Die mag ja Erdogan bis zum geht nicht mehr, sehen wir, ist klar. Warum auch nicht? Sehen wir als Türke, der zwar ein Deutscher aus Hannover, warum nicht? Ne? Ist klar. Ach, herrlich. Also, wie gesagt, ich habe gerade noch mit Nils so ein bisschen, wie gesagt, gestern am Set. Ich werde ihn jetzt auch gleich mal fragen, dreht ihr überhaupt noch oder habt ihr gedreht? Werde ich mal ihn fragen, weil er hat mir irgendwas Lustiges da wieder geschickt. Habt ihr gedreht? Oh. Moment. Na, Coach. Oder dreht ihr noch? So, viel Spaß dabei. Und einen tollen Abend. Ja, aber von den anderen beiden sind die Akkus leer. Ja, passiert schon mal, ne? Ich merke nämlich auch, seitdem ich da den Admin etwas extremer machen muss, leidet auch mein Phone, geht also mein Phone auch in die Knie, weil sonst telefoniere ich gar nicht so viel. Hallöchen. Hallo. So, ich habe Nils gefragt, aber antwortet, weiß nicht. Ich weiß ja nicht, aber na, ich weiß nur, dass er am 20. wieder dem hilft bei dieser obdachlosen Geschichte. Frank Zander, ich bin der Nick Man. Also noch einmal zur Star Wars Sache war ich 20 und zur Cobra 11 ging es auf 30 und somit könnt ihr selber ausrechnen, wenn man jetzt über 60 ist, wie lange das alles so ins Land gezogen. Ne? 25 Jahre ist es noch nicht, sondern 23 Jahre Cobra 11. Fast 42 Jahre müsst ihr hochrechnen, Star Wars, und geht jetzt langsam zu Ende. 6 Tage noch, ab morgen nur noch 5 Tage und dann, ja, das ist schon gelaufen, dann geht's rund. Ja, ich hatte so mit einigen heute schon gesprochen, dass, wie gesagt, Star Wars so eine Sache, ich meine, durch das ist, es ist Materialismus, es geht nur um Material, es geht nur um Geld und hat an sich da mit dem, was wir damals so erlebt haben, 1975, 76, 78, 90, vor allen Dingen 79 hier in Deutschland mit Star Wars und 1996 mit
Cobra 11. So, wenn man das mal ein bisschen reduziert, wir haben natürlich zwischendurch eine tolle Zeit gehabt mit den gesamten Serien, die dazwischen noch waren. Nicht vergessen, Miami Vice und Dallas und V, ne, die Besucher. Das waren ja so Sachen, die damals uns gebannt haben vor dem Fernseher. Und es gab wirklich Fans und es hat Spaß gemacht mit den Fans. Also auch besonders diese Jahreszeit, jetzt wo es so dunkel ist und wo das Wetter so gruselig und wir hatten Stürme. Da ist schon einiges gewesen, besonders in der Innenstadt wie jetzt auch. Ich kann euch sagen, in den wilden 60er, 70er Jahren war genauso wie jetzt 015 beziehungsweise bald 2020. Also vergesst es nicht. Nur jetzt kriegen wir das halt mit durch Facebook, durch YouTube, durch WhatsApp. Wir kommunizieren, wir haben also wie gesagt die Krawallen in der Innenstadt jetzt hier, Stadt Essen mitbekommen, wo da richtig wieder fast 50 Personen involviert waren. Dann heute war einer mit einer Machete wieder unterwegs, da im Weihnachtsmarkt, der musste da rausgeholt werden. Messer und Machete drehte da wieder durch. Also wie gesagt, die ganzen Sperren da wegen den Autos, Laber, Rhabarber, ist totaler Quatsch. Jetzt gehen sie halt als Einzelpersonen da durch und matschen da die Leute weg. Ich weiß nicht, was das für ein winterliches, weihnachtliches Fest sein soll. Also ich freue mich, wenn ich in meinen vier Wänden bin, in meinem kleinen Kino bin. Mir dann, wie gesagt, freue mich jetzt schon drauf, Cobra 11 ansehe, diese Special Editions, die ich mir da besorgt habe, um die zu sehen. Ab 16 rum waren die, warum weiß ich nicht, werde ich ja merken, warum. Die liefen angeblich nicht im Fernsehen, habe ich mir besorgt. Dann natürlich die Geschichte über Action Concept, die da auch bei ist, die geht glaube ich über eine Stunde, da werden sie wohl alles mögliche über Action Concept und deren Firmenphilosophie erzählen oder haben, keine Ahnung, ist auf einer DVD drauf und als Bonus schaue ich mir halt zu Weihnachten an. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir auch hier eine knallerfreie Zone werden. Ich weiß nur, gerade fahren viele nach Innsbruck, schauen sich das Spektakel da an, da sind ja viele so Maskenfeste und so weiter. Innsbruck ist natürlich nicht gerade die junge Ecke. Wir haben auch gerade darüber philosophiert, wie meiner einer da in den 70er, 80er Jahren dort war. Da war richtig Schnee, ja. Und noch einmal, dieses Fire and Ice, das war so geil. Geiler geht's nicht, also die Erinnerung daran. Sagen wir mal so, die Erinnerung an allem. Wenn wir jetzt so ein Replay machen, ich mache heute nämlich so ein Replay. Jetzt gehen ja auch meine 40 Jahre zu Ende, die ich hier gefeiert habe. Ich beginne jetzt zwar eine neue Feier, nächstes Jahr 10 Jahre hier vor Ort. Und wie gesagt, wenn man die Entwicklung sieht, was ich gerade heute so gelesen in der WAZ und die Entwicklung mit den Schauspielern, mit denen ich mich heute unterhalte, aber das war RTL 2, krass Schule. Ich kann nur warten, bis wir das alles sehen, wenn wir Glück haben, März, April. Ne? Nils sagt ja auch, denkt dran. RTL hat die Fußballrechte und da kann es sein, dass wir dann immer so nach hinten rücken, ne? Weil meistens dann irgendwo am Donnerstag ein Spiel ist. Ja, ich meine, man könnte ja auch einen anderen Sendeblock nehmen, man könnte ja zum Beispiel auch einen Samstag nehmen, weil die Samstage sind manchmal so, da läuft nichts Gescheites, ist so, und dann könnte man halt sowas machen, zum Beispiel der Mandalore, bei Disney Plus wird immer freitags zugeschaltet. Es geht jetzt in die 5. Folge. Bin aber hochgradig interessant, oder ich finde es hochgradig interessant, wenn ihr das alles schon gesehen habt. Also, es gibt 8 Folgen und wir sind jetzt bei der 5. Könnt ihr ausrechnen, Ende des Jahres ist dann halt schon das auch schon erledigt. Und die anderen können im März das dann sehen mit den ganz anderen Programmen. Ich hoffe, dass auch hier in Deutschland Disney Plus so gestartet wird, dass auch alles da ist, vom Discovery Channel rauf und runter. Alles was die Pixar-Filmchen, Walt Disney-Filmchen, also ich habe viele Kunden, die auch sagen, oh ja, ich freue mich drauf, ich möchte gerne mal wieder alte Filme sehen, ja. Ich meine, bei YouTube kann man die auch runterladen, ich habe mir die weihnachtlichen Filme von Walt Disney runtergeladen, die sehr, sehr, sehr sehenswert sind, auch Pluto, Donald und Mickey und vor allen Dingen A- und B-Hörnchen. Ja. Okay, das Video war mal wieder ultra lang, weil ich immer
plätten muss. Und jetzt habe ich gerade Redefluss, weil ich gerade Zeit habe. Wir haben die fortgeschrittene Zeit. Draußen ist es richtig dunkel, auch richtig kalt, aber es war trocken. Es war richtig trocken, schätzungsweise haben die dann heute auch gedreht. Ich kann das hier gar nicht mehr, lesen. Was hier in Essen abgeht, was auch im Weihnachtsmarkt abgeht. Da man die, ja echt, hier in der Stadt Essen, hat man, ich meine, war immer, meine Freunde, es war immer, es wird auch immer so bleiben, aber es nervt. Es nervt, wenn man so einen Schrott liest, ja. So, deswegen ist die Serie Cobra 11 Gott sei Dank eine fiktive, ja. Und, ja, okay, hier war eine Kassiererin, die einen 34-jährigen Dieb dingfest gemacht hat. Ist halt so. Und der hat nur 1,98 Euro gefilzt. 1,98 Euro ist dann radikal da überwältigt und was weiß ich nicht alles. Und sowas steht dann in der WAZ. Wahnsinn. Mehr wollte ich ja nicht gesagt haben. Ich mache jetzt Finish. Ich freue mich auf Cobra 11 und die fiktiven Geschichten mit Semir, Nils, ich glaube Vicky. Ich sag's das jetzt einfach mal so. Ja. Wäre ja was gewesen, Vicky Riefenstein oder so. Aber ist egal. Macht was ihr wollt. Ich freue mich sowieso.